Wie Sie sehen, habe ich hier schon mal einen Vorlesungsankündigungsplan aufgelegt, ohne Kommentar. Also im nächsten Semester bieten wir die gleichen zwei Vorlesungen an wie im letzten Sommersemester. Sie waren eventuell mal da, aber Sie wahrscheinlich nicht. Aber wie dem auch sei, es ist jedenfalls das gleiche wie vor einem Jahr, nämlich einmal Standardmodell als Fortsetzung von dieser Vorlesung hier und zum anderen jenseits des Standardmodells auch als Fortsetzung von der Vorlesung hier. Also beides. Es gibt ja auch Standardmodell für Bachelor, das ist aber was anderes, also ist dann fortgeschritten. Also, es ist halt theoretischer. Die Higgs-Physik-Vorlesung vom Arno Stressner ist ja, ich denke mal, klar, die ist auch zum Teil Theorie, aber hauptsächlich Experiment. Aber diese Vorlesung ist dann eben deutlich theoretischer angelegt. Allerdings, es gibt halt Überlapp, weil ich weiß, dass er auch das 2-Higgs-Duplett-Modell zum Beispiel ein bisschen bespricht und den Higgs-Sektor des 2-Higgs-Duplett-Modells, und das werden wir hier auch durchnehmen. Aber der Fokus ist dann halt eher auf den theoretischeren Aspekten. Und das schließt in dem Sinne an diese Vorlesung hier an und an das Wissen, was wir hier erarbeitet haben. Und dann gibt es halt darin dann auch andere Themen wie eben Supersymmetrie oder voraussichtlich noch weitere Theorien, wobei der genaue Inhalt noch festgelegt werden muss. Das letzte Mal hatten wir dann zum Beispiel einen Rundumschlag gemacht über viele Theorien oder Theorieideen, die man jenseits des Standardmodells haben kann, zum Beispiel zusätzliche Eichbosonen, Z-Prime oder W-Prime. Und wie gesagt, viel Supersymmetrie haben wir gemacht. Und wir haben damals auch sogar relativ viel experimentelle Observablen besprochen. Also was ist eigentlich die momentane Landschaft in der Teilchenphysik? Welche Experimente werden gemacht und was ist jeweils das Potenzial oder was ist jeweils die Sensitivität von allen Experimenten auf was auch immer? Und möglicherweise wird es dieses Mal ein bisschen fokussierter und nicht so ein Rundumschlag werden. Und genau. Und in der Standardmodellvorlesung ist halt ein großes Thema die Eichinvarianz, dass man wirklich Eichtheorien, SU2 oder SU3 oder das komplette Standardmodell mal erstmal quantisiert und schaut, was da die Probleme sind und wie man die löst. Und danach gibt es eben dann die echte Standardmodelltheorie. Also zum Beispiel eben auch Anwendung, dass man halt Standardmodellprozesse mal versteht. Und also es gibt dann auch einen gewissen Überlapp zu dem Quantenfeldtheorie-Praktikum, was wir machen wollten, wo man ähnlich auch wichtige Standardmodellprozesse durchrechnet. Und das passiert da dann auch. Beide Vorlesungen sind also 3+1 stündig, gibt also weniger Übungen als hier jetzt. Aber genauso viele Vorlesungen. Und von der Anrechnung her ist es wieder sowohl für Teilchenphysik als auch für Theorie anrechenbar. Und wir haben so einen Modus überlegt, wenn man von beiden Vorlesungen jetzt jeweils die Hälfte hört, könnte man halt auch die Kombination dann anrechnen für die Kern- und Teilchenphysik. Aber das hat bis jetzt noch niemand gewollt. Genau. Ja gut, dann müssten Sie wahrscheinlich im Endeffekt alles verstehen. Aber Sie könnten zum Beispiel jeweils die erste Hälfte des Semesters hören. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Letztes Jahr hatten wir die Vorlesung so strukturiert, dass wirklich am Anfang von jeder Vorlesung irgendwie super Grundlagen gelegt wurden, die dann auch symbiotisch zusammengewirkt haben. Und wenn man dann gestoppt hätte, dann hätte man irgendwie so ein gutes Anfangsbild gehabt. Aber da das niemand gewollt hat, werden wir es dieses Jahr wahrscheinlich nicht so machen, sondern halt jede Vorlesung für sich irgendwie in sich sinnvoll strukturieren. Und dann ist möglicherweise nach der Hälfte des Semesters hat man nicht ein perfektes symbiotisches Bild, sondern einfach nur ein Teilbild. Heute haben wir wahnsinnig viel vor, denn es ist die letzte Vorlesung und es muss noch unglaublich viel Stoff kommen, damit wir zu total super duper interessanten Schlussfolgerungen gelangen. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall verspätet anfangen.
Gut, also hier, wie gesagt, habe ich nochmal aufgelegt, welche Vorlesungen es im nächsten Semester gibt. Das ist nämlich identisch zum letzten Sommersemester. Können Sie sich hier die Motivation und Titel nochmal durchlesen. Und dann fangen wir auch schon an mit der letzten Quantenfeldtheorie-Vorlesung dieses Semesters. Es nähert sich dem Ende. Wir haben leider nicht alle Kapitel geschafft, die ich am Anfang machen wollte, nämlich das letzte Kapitel über die QED lassen wir weg. Aber dafür werden wir heute nochmal viele ziemlich interessante Konsequenzen der Poincaré-Gruppe und der Poincaré-Symmetrie kennenlernen, die Ihnen dann schon viele Ausblicke geben, auch auf die Quantenelektrodynamik und darüber hinaus. Wir haben also bisher in diesem Kapitel kennengelernt, die Raumzeitsymmetrie der Natur, eben durch die Poincaré-Gruppe dargestellt. Es gibt Lorentz-Transformationen Lambda, Translationen um Vierer-Vektoren A-μ. Und wenn wir diese Poincaré-Transformation jetzt analysieren, dann müssen wir uns fragen, welche Darstellungen gibt es für diese Transformationen. Und eine Klasse von Darstellungen sind die endlich-dimensionalen Darstellungen der Lorentz-Gruppe allein. Und die haben wir analysiert und zurückgeführt auf SU2 Kreuz SU2. Das heißt, die Darstellungen sind charakterisiert durch Angabe von zwei J-Werten, J1, J2. Und wir haben dann das letzte Mal episch lang Spinoren analysiert mit der 1,5,0,0,1,5 Darstellung, Weil-Spinoren und daraus auch Dirac-Spinoren zusammengesetzt. Wir haben auch gesehen, dass die 1,5,1,5 Darstellung die ganz normalen Vierer-Vektoren bedeutet. Das heißt, wir haben die Lorentz-Gruppe im Prinzip verstanden. Und um das heutige jetzt zu motivieren, erinnere ich Sie mal daran, dass wir ja Quantenfeldtheorie machen. Das heißt, wir haben nicht nur allgemein irgendwelche Lorentz-Transformationen, sondern wir haben eine Theorie, in denen es Felder gibt, und zwar Feldoperatoren. Und ein Ideal, eine ideale Quantenfeldtheorie wäre die, die diese Weidmann-Axiome erfüllt aus der mathematischen Physik. Und da wird gefordert, dass es kovariante Feldoperatoren gibt. Das heißt, alle Feldoperatoren, die wir haben, haben gleichzeitig eine ganz genau definierte Transformation unter Poincaré-Symmetrie. Das heißt, wenn Sie auf so einen Feldoperator diesen Poincaré-Transformationsoperator anwenden, kommt was Bekanntes raus, und zwar eben auch so eine Darstellung. Und dann braucht man eben so eine endlich-dimensionale Darstellung der Lorentz-Gruppe, die die Indizes dieser Feldoperatoren ineinander überführt. Das wäre das Optimum. Und heute werden wir also mal anschauen, was passiert, wenn wir diese Poincaré-Symmetrie und unser Wissen darüber zusammenbringen mit Quantenfeldtheorie und Quantenfeldoperatoren. Und dabei werden ganz erstaunliche und ziemlich überraschende und weitreichende Konsequenzen auftreten. Das heißt, das Erste, was wir jetzt mal machen müssen, ist relativistisch kovariante Felder zu untersuchen. Und wenn wir da auch wie in der anderen Vorlesung hier mal eine dreidimensionale Raumzeit aufzeichnen, ich denke, ich kann das hier löschen, oder? Dreidimensionale Raumzeit aufzeichnen. Dann haben wir hier irgendeinen Punkt X, meinetwegen. Und an diesem Punkt X wäre jetzt irgendein Feld definiert. Im einfachsten Fall ein Skalarfeld, im komplizierteren Fall ein Spinorfeld oder Vektorfeld. Und die Frage ist, was passiert jetzt, wenn wir eine Lorentz-Transformation machen, bei der dieser Punkt x zu einem neuen Punkt x' überführt wird. Und wenn wir jetzt ein Skalarfeld haben, dann würde einfach die Feldstärke des gestrichenen Felds am neuen Punkt das gleiche sein wie die Feldstärke des alten Felds am alten Punkt. Das ist ein Skalarfeld. Wenn wir aber ein Vektorfeld haben oder allgemein ein Feld, was innere Freiheitsgrade hat, also mehrere Komponenten hat, zum Beispiel konkret ein Vektorfeld A-μ, v
von x zunächst, dann wäre also am Punkt x unser Originalvektorfeld so definiert, dass der Vektor halt in eine bestimmte Richtung zeigt. Und nach der Lorentz-Transformation gucken wir das entsprechende Feld am transformierten Punkt hier an und dann hat sich natürlich die Richtung dieses Vektors durch die Transformation geändert. Das heißt, das gestrichene Feld A'μ am Punkt x' ist nicht gleich das alte Feld am Punkt x, sondern hat sich transformiert lambda μ mal a'. Das wäre ein Vektorfeld. Und allgemein hätte man dann bei einem Spinor-Feld oder bei noch komplizierteren Feldern hier einen Index. Und dieser Index muss sich transformieren mit einer Matrix, die abhängt von diesen Lorentz-Transformationen. Allgemein hätte man also so etwas, irgendein Feld, sagen wir mal Psi, mit einem allgemeinen Index A. Und wenn ich dieses Feld jetzt am gestrichenen Punkt angucke, nach der Lorentz-Transformation oder Poincaré-Transformation, dann habe ich Psi' mit Index A am Punkt x'. Das ist verknüpft mit dem Originalfeld Psi an der Stelle x mit Index b über eine Matrix DAB von Lambda. Und das ist eben dann eine endlich dimensionale Darstellung der Lorentz-Gruppe, gegeben durch diese zwei Indizes J1, J2. Das heißt, das sind allgemeine klassische Felder, die dieses Transformationsverhalten haben. Das heißt, die inneren Indizes von diesen Feldtypen, die transformieren dann matrixwertig unter den Lorentz-Transformationen. Und diese Matrizen hier bilden ihrerseits eine endlich dimensionale Matrixdarstellung der Lorentz-Transformation. Das heißt, alle möglichen Sorten von solchen kovarianten Feldern sind gegeben durch diese möglichen Darstellungen der Lorentz-Gruppe, die wir vorher herausgefunden haben, mit diesen zwei Quantenzahlen J1, J2. Das heißt, wir wissen jetzt genau, welche Feldtypen es geben kann. Na klar. Oder umgekehrt, wenn Sie sagen, Sie wollen halt ein Feld, was unter der 1,5,0 Darstellung transformiert, dann wissen Sie, wie viele Indizes das haben muss und wie das transformieren muss. Und wenn Sie ein Feld haben wollen, was in der Vektordarstellung transformiert, sagt Ihnen die Darstellung, aha, das ist ein vierkomponentiges Feld und die Transformation ist eben dergestalt. So, aber jetzt brauchen wir ja auch Quantenoperatoren und in der Quantenfeldtheorie wäre es also so, dass es Operatorfelder gibt. Sagen wir mal Psi Hut A von x und das ist jetzt ein Feldoperator. Und ausnahmsweise verwende ich wieder die Hut-Notation, um das zu unterscheiden. Und dann haben wir halt Matrixelemente, zum Beispiel bei irgendeinem Zustand, Endzustand f, dann der Operator Psi Hut von x und Anfangszustand i. Und die Frage ist, was passiert jetzt, wenn wir eine Poincaré-Transformation durchführen? Unter einer Poincaré-Transformation wird dann der Zustand i abgebildet auf u von lambda a angewendet auf den Zustand i. Der Zustand f wird abgebildet auf u von lambda a angewendet auf f. Und die Frage ist, was ist jetzt das Matrixelement von unserem Operator bezüglich der transformierten Zustände? Und die Antwort ist, die Matrixelemente sind ja jetzt zahlenwertig, und die sollen sich halt verhalten wie so ein klassisches Feld. Das heißt, wir verlangen, dass dieses f' psi a von x an der Stelle x' i', dass das gleich sein soll zu einer Matrix DAB von Lambda mal dem Originalmatrixelement F
Psi b von x und der Anfangszustand. Okay. Also die Matrixelemente von diesem Operatorfeld, die verhalten sich dann wie ein klassisches Feld. Das heißt, Matrixelement für transformierte Zustände am transformierten Punkt im Verhältnis zu Matrixelement von untransformierten Zuständen am untransformierten Punkt ist verknüpft durch diese Lorentz-Transformationsmatrix. Das ist die anschaulichste Analogie, die man haben kann. Aber wir können jetzt abstrahieren von diesen Zuständen, weil auf der linken und rechten Seite tauchen beliebige Zustände F und I auf. Die können wir wegkürzen aus der Gleichung und dann erhalten wir eben eine reine Operatorgleichung. Das heißt, hier dieses F' ist jetzt das alte F mal U Decker. Also kriegen wir folgende Beziehung: U hoch minus 1 von Lambda A mal dem Feldoperator Psi A Hut von X, vielmehr von Lambda X plus A mal U von Lambda A. Das ist gleich diese Matrix DAB von Lambda mal dem Originaloperator Psi Hut B von X. Diese kompliziert aussehende Gleichung ist die allgemeine Operatorbeziehung von einem kovarianten Feld. Und das entspricht genau diesen klassischen Feldern, die sich so einfach transformieren wie hier links. Das heißt, wir haben auf der linken Seite einmal einen Feldoperator, der mit dieser unitären Transformation U von Lambda A auf Hilbertraumtransformation transformiert und der das gestrichene Argument hat. Und auf der rechten Seite haben wir den Originaloperator am Originalpunkt multipliziert mit einer Matrix, zahlenwertigen Matrix. Das ist die Beziehung. Und das ist ein allgemeines, kovariantes Quantenfeld. Und wie ich hier schon mal kurz angedeutet habe, der Wunsch wäre, dass wir in einer Quantenfeldtheorie nur mit solchen kovarianten Feldoperatoren zu tun haben. Und dieser Wunsch ist ein Axiom von Whiteman. Es gibt auch Quantenfeldtheorien, die das nicht erfüllen, aber die optimale Theorie erfüllt dann diese Axiome und dann ist eben die Quantenfeldtheorie nur aus solchen kovarianten Feldoperatoren aufgebaut. Denn dann ist klar, dass irgendeine Kombination von solchen Feldoperatoren, die alle kovariant transformieren, die Kombination ist dann natürlich wieder kovariant und irgendwann auch invariant und dann kriegen wir Lorentz-invariante Wechselwirkungen. Also passende Kombinationen von Feldoperatoren sind invariant. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, in einer Theorie, die solche Operatoren enthält, Lorentz-invariante Wechselwirkungen zu erhalten. Lorentz-invariante Wechselwirkungen und ich ergänze nochmal, weil die Felder, die sind ja dazu da gewesen, Lokalität und Kausalität zu implementieren. Das heißt, insgesamt haben wir dann eben die Möglichkeit, Lorentz-invariante, kausale und lokale Wechselwirkungen zu formulieren. Das ist schön. Deswegen wollen wir diese relativistisch kovarianten Feldoperatoren haben. Und die Analyse von vor 2 Stunden sagt uns eben,
welche Sorten von solchen kovarianten Feldoperatoren es geben kann. Die Sorten sind klassifiziert durch diese endlich dimensionalen Darstellungen der Lorentzgruppe. Das heißt, es gibt genau Skalarfelder, Weyl-Spinor-Felder, Dirac-Spinor-Felder, Vektorfelder und so weiter. Und das ist es dann. Also Sie können die Aufzählung fortsetzen, aber Sie wissen genau, welche Typen von Feldoperatoren es gibt. Das ist der eine Punkt. Quantenfeldtheorie basiert auf Feldern und die Felder transformieren gemäß diesen J1, J2 Darstellungen der Lorentzgruppe. Das ist die erste Information, die wir heute erarbeiten. Aber nicht die einzige. Und jetzt kommt gleich noch als Kontrast etwas anderes. Und das Zusammenspiel von den zwei Punkten wird dann, wie gesagt, zu ziemlich erstaunlichen Konsequenzen führen. So, wir fangen jetzt an mit dem Kapitel 7.3. Die Poincaré-Gruppe. In der Quantenfeldtheorie. Und wie gesagt, das wird also überraschende Konsequenzen geben. Und was wir als erstes anschauen müssen, ist eine ganz allgemeine Überlegung, und zwar zu diesen Darstellungen der Poincaré-Gruppe auf dem Hilbertraum. Wir haben jetzt zunächst mal allgemeine Felder oder Spinoren betrachtet, endlich dimensionale Objekte und jetzt eben Feldoperatoren. Und im Wesentlichen war es immer noch eine endlich dimensionale Darstellung der Lorentzgruppe. Aber jetzt schauen wir zum ersten Mal an Hilbertraumzustände und wie die transformieren. Und die wesentlichen Hilbertraumzustände, die wir ausschließlich betrachten müssen, sind Einteilchenzustände. Einteilchenzustände, wie gesagt, ein Teilchen in der Quantenfeldtheorie kann ein Elementarteilchen sein, wie das Photon oder Elektron. Oder auch allgemeinen Teilchen, die einzig und allein durch Angabe ihres Bewegungszustandes definiert sind, wie ein Wasserstoffatom im Grundzustand. Das wäre auch ein Einteilchenzustand. Generell hat jeder Einteilchenzustand oder Einteilchentyp hat eine Menge von Zuständen zum entsprechenden Teilchentyp. Sagen wir mal, betrachten wir einen Teilchentyp A. Und die Menge aller Zustände zu diesem Teilchentyp ist jetzt also charakterisiert früher nur durch Angabe des Impulses, weil wir den Spin vernachlässigt hatten, und jetzt durch Angabe des Impulses und Angabe des Spins bezüglich irgendeiner Achse. Das definiert dann eindeutig die Zustände zu diesem Teilchentyp A. Das heißt, hier, das ist der Impuls, der erfüllt p Quadrat ist gleich die Ruhemasse dieses Teilchens ma Quadrat. Das ist dann natürlich ein Eigenwert des p Quadrat Operators. Und der Impuls legt den Zustand fast eindeutig fest. Also eindeutig fest bis auf die Angabe des Spins. Und das hier ist die Angabe des Spins. Das sind also diskrete Quantenzahlen oder eine diskrete Quantenzahl. Per Definition hat eben ein Einteilchenzustand außer dem Impuls keinerlei kontinuierlichen Freiheitsgrad. Das ist ein Teil der Definition dessen, was man als Teilchen bezeichnet. Es gibt also, wenn Sie den Impuls festlegen, höchstens noch eine diskrete Auswahl, wie der Spin orientiert ist. Und das ist also diese diskrete Quantenzahl.
kann man hier als Spin bezeichnen. Und wir haben schon gesagt, eine physikalische Forderung an diese einteiligen Zustände vom Typ A ist eben, dass jeder einteilige Zustand durch jeden anderen, auf jeden anderen abgebildet werden kann durch eine Poincaré-Transformation. Das heißt, die unterscheiden sich eben nur durch ihren Bewegungszustand und sonst durch nichts. Das ist eben genau ein Charakteristikum von einem Teilchen, dass keine inneren Freiheitsgrade gibt, sondern eben nur den Freiheitsgrad, wo ist das Teilchen, wie schnell ist es und wie ist der Spin orientiert. Das heißt, jeder Zustand von diesem Typ kann auf jeden anderen durch eine Poincaré- oder sogar Lorentz-Transformation abgebildet werden. Also die erstmal mathematisch heißt das, die bilden eine irreduzible Darstellung der Poincaré-Gruppe. Und physikalisch oder auch mathematisch heißt es, jeder Zustand aus dieser Menge hier kann auf jeden anderen abgebildet werden durch eine Poincaré-Transformation. Durch U von Lambda A. Und als Zusatz für diese Zustände, das sind ja Impulseigenzustände, wenn Sie auf einen Impulseigenzustand jetzt eine Translation anwenden, dann heißt das, Sie wirken mit dem Operator E hoch I, Impulsoperator, auf den Zustand. Also das ist ein Eigenzustand zu diesem Translationsoperator. Das heißt, Sie brauchen die Translationen hier jetzt nicht zu beachten. Die bilden nicht den Zustand auf einen anderen ab, sondern auf sich selbst. Das heißt hier, Translationen sind unwichtig. Das heißt, wir werden jetzt nur noch Lorentz-Transformationen betrachten. So, aber das heißt, die Aufgabe für uns ist jetzt herauszufinden, wie diese einteiligen Zustände transformieren unter Poincaré. Und das ist eine ganz andere Fragestellung, als zu fragen, wie transformieren sich Feldoperatoren oder wie transformieren sich Spinoren oder Vektoren unter Lorentz-Transformationen. Und aber das ist natürlich eine ziemlich physikalische Frage. Wie transformiert sich ein Elektron unter einer Poincaré-Transformation? Und die Frage müssen wir beantworten und das Ergebnis dann vergleichen mit dem, was wir gelernt haben über die Feldoperatoren. Also die Frage ist, was ist die Struktur dieser Darstellung? Gut. Diese Aussage hier, dass jeder Zustand auf jeden anderen abgebildet werden kann, diese Aussage bezeichne ich mal als Aussage Stern. Die benutzen wir jetzt. Also aus dieser Aussage, dass jeder Zustand auf jeden anderen abgebildet werden kann, folgt, dass wir alles immer beziehen können auf irgendeinen, sagen wir mal, Ausgangspunktzustand mit einem Referenzimpuls. Jeder Zustand kann immer bezogen werden auf einen Zustand mit einem bestimmten Standardimpuls. Ich beziehe alles auf erstens einen, sagen wir mal, Standardimpuls. Und diesen Standardimpuls nennen wir mal Kmü. Das wäre also ein möglicher Impuls, den dieses Teilchen haben kann, und der wird für alle Zeiten festgelegt. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel Ruhesystem. Zustand im Ruhesystem, das wäre jetzt natürlich der einfachste Standardimpuls für irgendeinen Zustand. Ruhesystemimpuls, wo dann die räumlichen Komponenten null sind, als einfaches Beispiel. Und dann für, wenn wir jetzt einen beliebigen Impuls nehmen, mit einem beliebigen Zustand mit einem beliebigen Impuls, einem beliebigen P, nehmen wir dieses beliebige P, P mü, dann können wir irgendeine Lorentz-Transformation nehmen, die diesen Standardimpuls auf dieses beliebige P abbildet.
und dann den Zustand mit dem Impuls, mit diesem Referenzzustand vergleichen. Das heißt, für dieses P wählen wir jetzt auch noch eine Standard-Lorentz-Transformation. Und die nenne ich mal L von P. Das ist eine Lorentz-Transformationsmatrix L von P mit Index μ nü. Und diese Lorentz-Transformation ist so definiert, dass sie dieses K auf P abbildet. Mit L von P mit Index μ nü angewendet auf K nü ist gleich das gewählte P mü. Also stellen Sie sich vor, das ist nicht eindeutig, diese Lorentz-Transformation ist nicht eindeutig. Angenommen, Ihr Standardimpuls wäre jetzt in Z-Richtung gerichtet und Sie nehmen irgendeinen beliebigen Impuls in eine beliebige Richtung, dann können Sie eine Drehung machen, die diesen Standardimpuls auf den gedrehten Zustand überführt. Aber Sie können auch zuerst irgendwie so eine Drehung, so eine Drehung, so eine Drehung und dann den Impuls auf diesen gedrehten Impuls überführen. Das sind dann zwei verschiedene Lorentz-Transformationen, die dieses K auf dasselbe P abbilden. Aber die Lorentz-Transformationen sind verschieden. Aber Sie können für jeden Impuls eben eine Referenz-Lorentz-Transformation sich mal hernehmen, die Sie für alle Zeiten fixieren, für jeden Impuls eine. Und das ist dann Ihre Standard-Lorentz-Transformation, speziell gewählt für diesen Impuls P. Kann man machen. Und dann gibt es halt viele andere Lorentz-Transformationen, die auch K auf P abbilden, aber das sind halt nicht die Standard-Transformationen. So kann man das machen. Okay. So. Und jetzt können wir mal eine Basis ohne Beschränkung der Allgemeinheit von unseren Zuständen wählen, nämlich diese Sigma-Labels hier, die den Spin charakterisieren, die sind jetzt für jeden Impuls unterschiedlich. Für jedes P haben wir dann halt noch ein Label Sigma. Und was bedeutet das Label Sigma für den Impuls P1 im Vergleich zu Sigma korrespondieren zum Impuls P2? Die sind unkorreliert erstmal. Und die können wir aber jetzt in Verbindung bringen, um weiter rechnen zu können. Und da können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit eine Basis wählen, die so ist. Wähle Basis bezüglich dieser Sigmas so, dass Folgendes gilt, dass wenn wir nämlich diese Standard-Lorentz-Transformation hernehmen, U von dieser Standard-Lorentz-Transformation, und das wenden wir an auf unseren Referenzimpuls mit diesem Zustand K und dann dem Label Sigma, dass wenn wir die Standard-Lorentz-Transformation drauf anwenden, dann kommt halt raus der Impuls Zustand mit dem Impuls P, natürlich, aber die Labels Sigma, die sind jetzt dieselben. So was auch immer der Wertebereich ist von dem Sigma hier, hier definieren wir dann, dass für den Standard, die Standard-Lorentz-Transformation, dass Sigma dieselbe Bedeutung hat für diesen Zustand und für diesen Zustand. Und das können Sie einfach erreichen, indem Sie hier eine passende Linearkombination definieren, wenn Sie wollen. Aber für jede andere Lorentz-Transformation, die auch K auf P überführt, würde das im Allgemeinen nicht stimmen. Aber für diese eine Standard-Transformation kann man das ohne Beschränkung der Allgemeinheit fordern. Und das heißt jetzt eben, dass wir die Bedeutung von diesem Sigma für verschiedene Impulse hierdurch korreliert haben. Ansonsten wären die Sigmas völlig undefiniert und unspezifiziert gewesen und man könnte überhaupt nichts weiteres aussagen. Okay, aber das ist trotzdem keine Einschränkung, es ist einfach eine nützliche Basiswahl. So, und wenn wir jetzt mit dieser Basiswahl weiterrechnen, dann habe ich folgende Frage an Sie. Nämlich wählen wir mal einen beliebigen Impuls P und einen beliebigen zweiten Impuls P' und eine beliebige Lorentz-Transformation Lambda, die halt so ist, dass P
P' ist gleich Lambda P. Das heißt, diese Lorentz-Transformation führt den Impuls P auf den anderen Impuls P' über. Aber alles ist völlig beliebig gewählt. Das ist nicht so eine Standardtransformation und das sind keine Standardimpulse, sondern beliebige Impulse, beliebige Lorentz-Transformationen. Und dann ist die Frage, was ist jetzt das, wenn ich hier U von Lambda angewendet auf diesen Zustand hier ausrechne? Okay. Beliebiger Zustand mit beliebigen Labels, beliebige Lorentz-Transformation, was kommt da raus? Das ist das, was wir analysieren müssen. Und wenn wir es analysiert haben, haben wir verstanden, wie die Darstellung der Poincaré-Transformationen auf den einteiligen Zuständen funktioniert. Eins ist klar, bevor wir weiterrechnen, nämlich das Ergebnis hier ist auf jeden Fall ein Eigenzustand zum Impulsoperator mit Eigenwert Lambda P. Das ist klar. Also natürlich wird der Impuls, der wird einfach gedreht mit der Lorentz-Transformation Lambda. Also es folgt einfach aus den Vertauschungsrelationen von dem hier mit dem Impulsoperator. Die sind ja bekannt und die machen das Offensichtliche. Also klar, das Ergebnis ist ein Eigenzustand zum Impulsoperator groß P μ mit dem Eigenwert P' gleich Lambda P. Das ist klar. Aber es gibt ja viele Eigenzustände zu diesem Impuls P', nämlich wie viele? Es gibt eben die, die dieses Label Sigma noch haben. Das heißt, so viele, wie das Sigma halt Werte hat, so viele linear unabhängige Eigenzustände gibt es. Und irgendeine Linearkombination dieser Eigenzustände P' mit Label Sigma ist das Ergebnis. So, und jetzt gucken wir mal Folgendes an. Folgendes Bild. Wir gehen aus von unserem Standardimpuls K, den wir irgendwie gewählt haben, zum Beispiel Ruhesystem, um sich was vorzustellen oder auch anders, ist egal. Und diesen Impuls K können wir jetzt zweimal abbilden auf den Impuls P'. Wie können wir das machen? Wir können einmal machen, K wird zuerst abgebildet auf den Impuls P mit dieser Standardtransformation L von P. So ist die ja gewählt. Und dann können wir den Impuls P abbilden auf den Impuls P' mit der Lorentz-Transformation Lambda. So war die Transformation gewählt. Das heißt, wenn man das zusammen macht, dann entspricht das einer Gesamttransformation Was ist die Gesamttransformation? Zuerst L von P angewendet, dann Lambda. Dann ist die Reihenfolge so, das ist die Gesamttransformation Lambda mal L von P, matrixmäßig multipliziert. Das ist die gesamte Lorentz-Transformation, die dem entspricht. K wird dann hierdurch insgesamt auf P' abgebildet. Okay. Auf der anderen Seite können wir natürlich den Impuls K direkt auf P' abbilden mit unserer Standardtransformation L von P'. Die war per Definition so, dass K auf P' abgebildet wird. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht dieselbe Lorentz-Transformation sein, weil es gibt viele Lorentz-Transformationen, die das auf das abbilden und das sind zwei davon. Aber das sind zwei für uns wichtige verschiedene Transformationen und dieses Wissen, dass die beide K auf P' abbilden, können wir uns jetzt gleich mal zunutze machen. So, was heißt es nämlich? Wenn wir das Bild insgesamt betrachten, dann gibt es zu diesem gewählten P, P' und beliebiger Lorentz-Transformation Lambda existiert jetzt eine interessante neue Lorentz-Transformation W, die ich erhalte durch Hintereinanderausführung von L von P, dann Lambda und dann diese inverse Transformation. Man führt nämlich diese Transformation
von K zu P' und wieder zurück zu K. Das war also diese Transformation. L von P' hoch minus 1 mal Lambda mal L von P. Diese Gesamttransformation. Das. Das ist eine nicht triviale Lorentz-Transformation. Und diese Lorentz-Transformation bildet natürlich den Referenzvektor K auf sich selbst ab. W angewendet auf K ist gleich K. Das sagt uns das Bild. K wird hierdurch zuerst auf P, dann P' und dann wieder auf K abgebildet. Und so eine Lorentz-Transformation ist eine spezielle Lorentz-Transformation und das bezeichnet man als Element einer Gruppe, weil alle Lorentz-Transformationen, die das erfüllen, bilden ihrerseits wieder eine Gruppe und zwar eine Untergruppe der gesamten Lorentz-Gruppe und das nennt man die kleine Gruppe. Kleine Gruppe zu dem fixiert gewählten Vektor K μ. Also alle Lorentz-Transformationen, die diesen Vektor invariant lassen, die bilden eine Gruppe und zwar die kleine Gruppe. Und wir haben jetzt hier konstruiert, dass dieses W, was gegeben ist durch dieses Produkt aus drei Lorentz-Transformationen, ist Element dieser kleinen Gruppe. Schön. Und dann können wir jetzt zurückgehen zu unserer Frage. Was passiert, wenn wir dieses allgemeine U von P auf das allgemeine P Sigma anwenden? Und das können wir jetzt mit dieser Konstruktion vereinfachen und dann systematisch untersuchen. U von Lambda angewendet auf P, Sigma ist jetzt gleich U von K Sigma. Ich kann ja erstmal dieses P Sigma schreiben in dieser Form. Ja, hier unten steht es noch, nämlich Referenzvektor mit dieser Standardtransformation. Das bildet das auf den P-Sigma ab. Also wenn ich P-Sigma durch das hier ersetze, dann kriege ich hier U von L von P und hier dann insgesamt U von Lambda mal L von P. Das heißt also, K-Sigma wird zuerst mit L von P auf P-Sigma abgebildet und dann weiterhin U von Lambda drauf angewendet. Das ist eine Umformung. So, aber jetzt dieses Lambda mal L von P, das können wir ja mit diesem W ausdrücken, weil wir haben jetzt hier die Definition von W stehen. Wenn wir das umformen, dann ist Lambda L von P auf der rechten Seite ist gleich L von P' mal W. Also ist das dasselbe wie U von L von P' mal W. K Sigma. Und das ist aber jetzt dasselbe, wie wenn man es auseinanderzieht, U von L von P' einzeln mal U von W angewendet auf K Sigma. Hier habe ich doch mal die Darstellungseigenschaft benutzt, dass ich das einfach auseinanderziehen kann in zwei U's. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich hier erreicht habe, dass ich unser U von Lambda auf den beliebigen Zustand ausdrücken kann durch einmal einen bekannten Operator, nämlich wir wissen ganz genau, was die U's von den Standard-Lorentz-Transformationen machen, nämlich die ändern die Sigmas nicht. Und dann einen zweiten Faktor, wo ein Element der kleinen Gruppe auf den Standardvektor wirkt. Das heißt, das Einzige, was wir hier nicht wissen und was also nicht trivial ist, ist die Wirkung von diesem U von W und das ist ein Element der kleinen Gruppe. Das heißt, wir haben die ganze Überlegung und die Fragestellung darauf reduziert, zu verstehen, wie die Elemente der kleinen Gruppe auf Zustände wirken können. Das heißt, die Reduktion, das ist jetzt der entscheidende Punkt,
ist anders als das letzte Mal, wo wir die Lorenz-Gruppe dargestellt haben. Die haben wir dann zurückgeführt auf SU2 Kreuz SU2, also eine beliebige endlich dimensionale Darstellung der Lorenz-Gruppe. Nach langer Rechnung war dann äquivalent zur Darstellung der SU2 Kreuz SU2. Hier haben wir jetzt nach einiger Rechnung die beliebige Darstellung der Poincaré- oder Lorenz-Gruppe auf Einteilchenzuständen zurückgeführt. Nicht auf SO2 Kreuz SO2, sondern auf die Darstellung der kleinen Gruppe, was auch immer die ist. Ist also anders. Also müssen wir als nächstes die kleine Gruppe untersuchen. Und die ist nicht SO2 Kreuz SO2. Und deswegen gibt es hier einen gewissen Konflikt zwischen den Darstellungen auf Feldern und den Darstellungen auf Einteilchenzuständen. Das heißt, schreiben wir das hier drunter erstmal, das hier wirkt in bekannter Weise das ist gut und verbleibend ist dann dieses W relevant, also U von W angewendet auf solche Standardzustände K Sigma. Und was das einzig und allein sein kann, ist irgendeine Linearkombination von anderen Zuständen K Sigma Strich, weil der Impuls sich ja nicht ändert. Die Anwendung von W lässt den Impuls K gleich. Also kann hier nur eine Linearkombination von Zuständen mit demselben K, aber anderem Spin auftauchen. Also das Allgemeine wäre irgendeine Summe über Sigma Strich von diesen Zuständen mit Vorfaktoren D Sigma Strich Sigma. Und dieses D ist dann irgendeine Matrix mit Indizes Sigma Strich Sigma, endlich dimensionale Matrix. Und die kann natürlich nur abhängen von diesem W, von diesem Element der kleinen Gruppe. Das heißt, die Frage, auf die sich alles reduziert, was sind die möglichen Matrizen D, Sigma, Strich, Sigma von W? Und die bilden eben eine Matrixdarstellung der kleinen Gruppe. Die bilden eine endlich dimensionale Matrixdarstellung der kleinen Gruppe zu dem Referenzimpuls Kμ. Und hierauf ist dann eben alles zurückgeführt. Und ich schreibe es nochmal explizit auf, das Erstaunliche ist, wir haben es also nicht zurückgeführt auf Darstellungen der Lorenz-Gruppe. Die sind hier nicht relevant, sondern Darstellungen der kleinen Gruppe. Die sind relevant. Und das ist eine der erstaunlichen Erkenntnisse der heutigen Stunde. Das ist der zentrale Punkt und jetzt müssen wir das ausarbeiten, was das bedeutet. Das heißt, wir müssen diese kleine Gruppe herausfinden und dann weitere Schlussfolgerungen aus den konkreten Ergebnissen ziehen. Die kleine Gruppe also. Die kleine Gruppe ist die Menge von Lorentz-Transformationen, die den Referenzimpuls invariant lassen. Und ich hatte Ihnen jetzt ab und zu mal gesagt, ja, Referenzimpuls, stellen Sie sich Ruhesystem vor. Dann wäre der Referenzimpuls halt 1, 0, 0, 0, räumliche Komponenten gleich 0, Zeitkomponente gleich die Ruhemasse. Schön. Und dann haben wir die kleine Gruppe. Aber es gibt ja gar nicht immer ein Ruhesystem.
Nämlich ein Ruhesystem gibt es nur dann, wenn Sie ein massives Teilchen haben, wo Sie einen nicht relativistischen Grenzfall bilden können. Aber in der relativistischen Theorie gibt es auch den Fall von masselosen Teilchen. Die haben kein Ruhesystem. Und da können Sie nicht als Referenzimpuls dieses 1000 wählen, sondern da müssen Sie als Referenzimpuls was anderes wählen. Und da kommt dann eine andere kleine Gruppe raus. Das heißt, wir sehen hier jetzt, dass die Ergebnisse ab jetzt sich total unterscheiden werden für die zwei Fälle, massive Teilchen und masselose Teilchen. Die kleine Gruppe wird unterschiedlich sein und deswegen auch die Darstellung der Poincaré-Gruppe werden ebenfalls unterschiedlich sein. Also müssen wir jetzt massive und masselose Teilchen unterscheiden. Und massive Teilchen haben, wie gesagt, ein Ruhesystem und für die ist ein nicht-relativistischer Grenzfall auch sinnvoll. Und im nicht-relativistischen Grenzfall kennen Sie ja nicht-relativistische Quantenmechanik, ganz normale Schrödinger-Gleichung, Wasserstoffatomen etc. Und da haben Sie ja schon eine Intuition für Spin und so weiter. Und diese Intuition für Spin, die sollte hier jetzt dann auch reproduziert werden. Aber für masselose Teilchen passiert eventuell was völlig anderes, was keine Analogie im nicht-relativistischen Fall hat. Also schauen wir es uns an. Zuerst eben der massive Fall. Da gilt, p Quadrat ist immer gleich der Ruhemasse ma Quadrat und die Ruhemasse ma ist ungleich 0, also größer als 0. Und dann ist eine sinnvolle Wahl, und die auch definitiv möglich ist, für diesen Referenzimpuls k, natürlich das Ruhesystem. K mü ist gleich hier ma und dann räumlich der Nullvektor. Das ist also das Ruhesystem. Was ist jetzt die kleine Gruppe für diesen Vierervektor? Wer weiß das? Welche Lorentz-Transformationen lassen diesen Vierervektor invariant und welche Lorentz-Transformationen ändern ihn? Ja, oder hier? Und was ist mit Boosts? Genau, es gibt keinen einzigen Boost, der das invariant lässt, weil jeder Boost würde automatisch die Energiekomponente hier ändern müssen durch den Lorentz-Faktor Gamma, was auch immer im räumlichen Anteil passiert, aber das Energie ändert sich immer. Aber jede Drehung lässt es invariant. Das heißt, die kleine Gruppe ist haargenau die Drehgruppe. Die Drehgruppe SO3. Und damit haben wir das beantwortet. Jetzt ist es zurückgeführt auf den nicht-relativistischen Fall und die nicht-relativistische Diskussion vom Spin. Das heißt, die endlich-dimensionalen Darstellungen für dieses d Sigma-Sigma von W, und W ist jetzt ein Element der kleinen Gruppe, also eine ganz normale Drehung, sind eben die Darstellungen der stinknormalen Drehgruppe. Und das ist das, was Sie aus der Quantenmechanikbehandlung des Drehimpulses halt kennen. Das heißt, das ist das Ergebnis, was ich gerade vorher gesagt habe, dass also in diesem Fall von Teilchen mit einem Ruhesystem sich das Ganze auf die stinknormale Drehgruppe reduziert und die Behandlung des Drehimpulses in der Quantenmechanik. Bekannt aus der nicht-relativistischen Quantenmechanik. Wenn man das jetzt hier als Konsequenz mal zusammenfasst, dann heißt es jetzt, dass die Teilchentypen mit Masse ungleich 0 oder die entsprechend irreduziblen Darstellungen der Poincaré-Gruppe
dafür massiv verteilchen. Sind charakterisiert durch bzw. zurückgeführt auf die Darstellung der SO3. Und aus der Quantenmechanik wissen wir, diese Darstellungen sind ihrerseits charakterisiert durch Angabe von einem Gesamtdrehimpuls J, Element 0, 1,5, 1, 3,5 und so weiter. Irgendein J müssen Sie wählen und dann haben Sie Ihre reduzible Darstellung charakterisiert. Und diese Js, die hier möglich sind, die entsprechen also den möglichen Spins von massiven Teilchen. Das heißt, wir haben gelernt, dass auch in der relativistischen Theorie für massive Teilchen genau das Gleiche rauskommt wie in der normalen Quantenmechanik. Nämlich, Sie können prinzipiell Teilchen haben mit Spin 0, Teilchen haben mit Spin 1,5, mit Spin 1, mit Spin 3,5 und so weiter. Und für diese gewählte Darstellung mit irgendeinem gegebenen J gibt es dann diese M-Quantenzahl Sigma oder entsprechend der Drehimpuls-Quantenzahl M, entsprechend zum Beispiel Spin in Z-Richtung, kann dann die Werte annehmen, minus J plus 1 und so weiter, bis hin zu J. Also sind das zweimal J plus 1 mögliche Spin-Einstellungen, wie Sie das auch kennen. Und das heißt, so ein Teilchen mit Spin J hat dann 2 mal J plus 1 Freiheitsgrade, kann man sagen. Das ist das wichtige Ergebnis. Das heißt, das ist das gleiche Ergebnis wie in der nicht-relativistischen Quantenmechanik. Nur, dass wir es hier komplett relativistisch hergeleitet haben. Das heißt, es gibt Teilchen mit all diesen Möglichkeiten für den Gesamtspin. Und wenn Sie den Gesamtspin gewählt haben, können Sie den Spin Z in all diesen 2 mal J plus 1 unterschiedlichen Darstellungen physikalisch realisieren. So, das war der einfache Fall, der massive Fall, wo das Gleiche passiert wie im nicht-relativistischen. Schauen wir uns jetzt den masselosen Fall an. Das ist also erstmal anders als nicht-relativistisch. Es ist kein hohes System möglich. Und deswegen wird die kleine Gruppe sich ändern. So, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, wir werden nicht alles hier ausrechnen, leider, weil die Zeit nicht reicht. Aber wir werden Schlussfolgerungen ziehen können, auch ohne alle Ergebnisse ausrechnen zu müssen. Es ist nämlich erstmal klar, die kleine Gruppe ist halt auf keinen Fall die Drehgruppe. Das heißt, auch ohne Details ist klar, der Spin verhält sich auf jeden Fall anders.
So, und wie er sich aber verhält, wäre dann die nächste Frage. Aber als Beispiel für so einen Referenzimpuls könnte man wählen, Kμ ist gleich zum Beispiel ein Teilchen, was sich in Z-Richtung bewegt mit irgendeiner beliebigen Energie E. Das wäre ein möglicher Referenzimpuls. Jeden masselosen Zustand können Sie auf, oder Impuls können Sie auf diese Standardform bringen, mit einer passenden Drehung und mit einem passenden Boost. Dann wäre das eben Ihr Standardimpuls. Und die Frage wäre, welche Lorentz-Transformationen lassen das hier invariant? Ein Beispiel wäre, Drehungen nur hier in dieser XY-Ebene, die würden das natürlich invariant lassen. Aber Drehungen, die die Z-Achse mit einschließen, lassen das natürlich nicht invariant. Das heißt, die ganze Drehgruppe ist nicht die kleine Gruppe, sondern die kleine Gruppe enthält die Drehungen in der XY-Ebene. Aber das ist auch nicht das Einzige, weil gewisse Boosts lassen das hier auch wieder invariant. Also die kleine Gruppe ist einfach komplizierter und ist eine andere Gruppe. Und ich will jetzt ein paar Aussagen ohne Beweis angeben. Und für den Beweis und die Rechnung verweise ich Sie auf das Quantenfeldtheoriebuch von Weinberg, Kapitel 2.5. Zwar ist es so, dass die Zustände charakterisiert sind durch diese Angabe von der diskreten Quantenzahl Sigma. Und dieses Sigma kann gewählt werden als Eigenzustand von der, oder Eigenwert vom JZ-Operator bei diesem Standardimpuls. Wie gesagt, JZ ist die Drehung in der XY-Ebene. Das lässt diesen Standardimpuls invariant, ist also ein Element der kleinen Gruppe. Und wenn ich jetzt diesen Standardimpuls nehme und dieses Label Sigma, dann kann ich es so wählen, dass das gleich ist Sigma mal K Sigma. Und dann ist eben dieses Sigma entspricht dem Spin- oder Drehimpuls in der Impulsachse. Und das ist die sogenannte Helizität. Entspricht also Drehimpuls bzw. Spin in Impulsrichtung. Das ist das Erste. Das heißt, die Bedeutung von dem Sigma ist ähnlich, ist also aber Drehimpuls in Impulsrichtung. Und das Zweite ist, und das ist erstaunlich, wenn Sie eben eine beliebige Lorentz-Transformation auf diesen Zustand anwenden, U von Lambda, zu einem beliebigen P-Sigma, ja, dann passiert das, dass dieses Sigma, diese Helizität, ist invariant unter Lorentz-Transformation. Das heißt, Sie kriegen da irgendwas heraus, proportional zu einem Zustand mit dem Impuls P' natürlich. Aber es kommt auf jeden Fall dasselbe Sigma heraus, dieselbe Helizität. Und das ist natürlich anders als vorher, wo wir da diese Matrix D Sigma Strich Sigma hatten, die einer Drehmatrix entsprach. Also das Sigma ist Lorentz-invariant. Die Helizität ist Lorentz-invariant. Und das hat eine interessante Konsequenz, weil wir ja sagten, was ist ein Einteilchenzustand oder was ist die Menge von allen Einteilchenzuständen? Sie sollen jeden Einteilchenzustand auf jeden anderen abbilden können durch eine Lorentz-Transformation. Das geht jetzt gar nicht, weil Sie können mit einer Lorentz-Transformation die Helizität nicht ändern. In dem Sinn ist unsere vorherige Definition ein bisschen fragwürdig. Und wenn man ganz streng ist, dann könnte man jetzt sagen, die Zustände mit Helizität plus 1, die bezeichne ich als Teilchen A. Die Zustände mit Helizität minus 1 bezeichne ich als Teilchen B. Und das sind verschiedene Teilchen, denn ich kann niemals mit einer Lorentz-Transformation das eine ins andere überführen. Also könnte ich sagen, jede Helizität entspricht einem eigenen Teilchentyp.
Das wäre die strenge Konsequenz aus unserer Definition. Also im Prinzip haben wir im Allgemeinen, dass eine unterschiedliche Helizität entspricht unterschiedlichen Teilchentypen. Das wäre die reine Konsequenz aus der Poincaré-Algebra-Analyse. Aber jetzt kommt ein Quantenfeldtheorie-Punkt hinzu, nämlich in einer Quantenfeldtheorie, wo es Felder gibt, da haben wir gelernt, dass es zu jedem Teilchentyp einen passenden Antiteilchentyp geben muss. Und die haben entsprechende Wechselwirkungen. Also zu jedem Teilchentyp existiert ein passendes Antiteilchen. Und dann können wir jetzt mal hier zum Beispiel das Photon anschauen, das identisch ist zu seinem eigenen Antiteilchen. Und da betrachten wir hier mal so ein Photon, was zum Beispiel Helizität Sigma gleich plus 1 hat. Ja, was würde das bedeuten? Sagen wir mal hier, der Spin, ist also mit diesem Pfeil angedeutet, geht parallel zum Impuls. Das wäre Helizität gleich plus 1. Und jetzt kann ich hier mal eine Raumspiegelung machen. Und unter Raumspiegelung wird dieses Photon überführt in ein Photon, was sich in der entgegengesetzten Richtung bewegt. Aber unter Raumspiegelung ändert sich ja der Drehimpuls nicht. Das heißt, der Drehimpuls geht jetzt nach wie vor in diese Richtung. Das heißt, das hier hat jetzt Helizität Sigma gleich minus 1. Das heißt, unter Lorentz-Transformation kann ich zwar nicht dieses Photon auf das andere überführen und in dem Sinn könnte man sagen, ja, es gibt halt negative Photonen und positive Photonen und das sind verschiedene Teilchentypen, aber durch eine Spiegelung kann ich sie ineinander überführen. Und deswegen reden wir natürlich einfach davon, dass es allgemeine Photonen gibt und die haben Helizität plus 1 oder minus 1 und die bezeichnen wir beide als Photonen. Aber in der Tat kann ich das nicht aufeinander abbilden durch Drehung und Boost, sondern nur durch Spiegelung. Und dann können wir uns den Fall anschauen von Neutrinos, wenn wir approximieren, dass die Neutrinomasse gleich 0 ist. Die ist ja näherungsweise gleich 0, zwar nicht exakt, aber näherungsweise. Und wenn wir das mal approximieren, dann könnten wir hier ein Neutrino betrachten, was sich hier bewegt. Sagen wir mal ein Neutrino mit Helizität Sigma gleich minus 1/2. Dann wäre also der Drehimpuls entgegen der Impulsrichtung gerichtet und solche Neutrinos gibt es, die hat man beobachtet, das sind die Neutrinos, die im Beta-Zerfall auftreten. Wenn ich dann wieder so eine Spiegelung mache, dann passiert eben das, dass das gespiegelte Neutrino nicht existiert. Es gibt kein Neutrino mit Helizität plus 1/2, das existiert nicht, hat man nicht beobachtet und die Natur ist eben nicht invariant unter Spiegelung, die Paritätsverletzung. Wenn ich aber eine sogenannte CP-Transformation mache, wo ich nicht nur spiegele, sondern Teilchen in Antiteilchen überführe, dann funktioniert es, dann kommt hier heraus ein Antineutrino, nü quer, und dieses Antineutrino hat jetzt Helizität gleich plus 1/2. So, und solche Antineutrinos existieren. Das heißt, wir haben hier ein linkshändiges Neutrino. Und hier macht man also diese Unterscheidung, die ich gerade angedeutet habe. Es gibt nur linkshändige Neutrinos mit Helizität minus 1/2. Rechtshändige Neutrinos mit Helizität plus 1/2 existieren nicht. Aber es gibt eine andere Teilchensorte, nämlich rechtshändige Antineutrinos. Die existieren. Mit Sigma gleich plus 1/2.
Das ist beides beobachtet. Und das andere ist jeweils nicht beobachtet. So ist also die Natur von diesen masselosen Teilchen deutlich anders als von massiven Teilchen. Wir können hier nicht weiter diskutieren. Es ist eben nicht so, dass es dann, also beispielsweise bei den massiven Teilchen war es ja so, Sie wählen irgendeinen Gesamtspin, sagen wir mal Spin 1, und dann wissen Sie, Sie haben mögliche Spin-Einstellungen. Spin Z kann plus 1, minus 1, 0 sein. Drei Spin-Einstellungen für ein Spin 1 Teilchen. Hier beim Photon wissen Sie ja, das hat auch Spin 1, aber es ist masselos, das heißt, Sie können auf keinen Fall beim Photon einfach mal sagen, Spin Z ist jetzt Spin Z ist plus 1, minus 1 oder 0, das hat keinen Sinn, sondern das Photon hat lediglich diese Helizität und die Helizität ist Lorentz-invariant. Es gibt also Photonen mit Helizität plus 1 und die können Sie durch keine Lorentz-Transformation dieser Welt auf Photonen mit Helizität minus 1 abbilden, aber die gibt es eben auch und verhalten sich entsprechend. Aber Photonen mit Helizität gleich 0 existieren nicht. Und bei den Neutrinos ist es, wie gesagt, noch schlimmer. Neutrinos existieren genau mit einer einzigen Helizität, nämlich minus 1,5, und Antineutrinos existieren genau mit einer einzigen Helizität, nämlich plus 1,5. Also andere Helizitäten existieren nicht. Das ist die Struktur von masselosen Teilchen. So, und jetzt wollen wir einfach mal alles, was wir gesagt haben, durchdenken und einige Konsequenzen uns davon überlegen. Okay. So, wie gesagt, jetzt kommen einige überraschende und weitreichende Konsequenzen. Wir haben jetzt zweimal die Poincaré-Gruppe studiert. Einmal auf der Ebene von Objekten wie Spinoren, Vektoren oder dann Spinorfeldern, Vektorfeldern. Und einmal auf der Ebene von teilchen Zuständen, die Hilbertraumelemente sind mit einer unitären Darstellung. Und da kamen sehr verschiedene Dinge raus. Wenn wir es also gegenüberstellen, dann haben wir jetzt vielleicht mit dem physikalischeren angefangen, mit den Quantenzuständen für Teilchen, hatten wir einmal den Fall Masse ungleich 0 gehabt. Da kriegen wir dann J-Darstellungen der Drehgruppe. Das heißt, wir kriegen Spin 0, Spin 1,5, Spin 1 Teilchen und jeweils 2 mal J plus 1 mögliche Spin-Einstellungen. Wenn wir aber Masse gleich 0 nehmen, dann sieht das ganz anders aus. Da kriegen wir dann Helizität. Die hat irgendeinen Wert und ist Lorentz-invariant. Und manchmal gibt es halt dann Teilchen-Antiteilchen-Kombinationen oder Teilchen ist gleich Antiteilchen und es gibt dann Helizität plus minus, aber die Helizität an sich ist erstmal Lorentz-invariant. Und diese Teilchen sind natürlich das, was man dann in der Quantentheorie letztlich hat, die entsprechenden Beobachtungsgrößen. Das heißt, die Beobachtungsgrößen sind durch diese Darstellung der Lorentz-Gruppe letzten Endes charakterisiert. Beobachtung ist immer das Wichtigere. Das ist also das, was man letztlich sehen kann.
Aber in der theoretischen Beschreibung haben wir Felder. Und das aus gutem Grund, denn wir haben eben am Anfang des Semesters kennengelernt, dass Felder die Methode der Wahl sind, um Lokalität, Kausalität in einer relativistischen Quantentheorie zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir die jetzt hernehmen, dann entsprechen die dieser Darstellung J1, J2 mit zwei Quantenzahlen der Lorentz-Gruppe. Das sind also verschiedene Darstellungen. Das heißt, wir wollen die Beobachtung beschreiben, Teilchen, durch lokale und kausale Feldoperatoren, aber die Darstellungen passen irgendwie nicht zusammen. Und jetzt gehen wir einfach mal durch Beispiele durch und schauen, was das jeweils bedeutet. Aber grundsätzlich ist klar, dass hier irgendeine Art Mismatch besteht und der hat Konsequenzen. Fangen wir an mit Spin 0. Bei Spin 0 haben wir ein Teilchen. Das ist das, was wir bisher in der Vorlesung meistens hatten. Manchmal ein Teilchen plus ein dazu passendes Antiteilchen. Entweder mit Masse gleich 0 oder Masse ungleich 0. Das hatte bisher keinen großen Unterschied gemacht. Und wenn wir jetzt anschauen, dann hat dieses eine Teilchen mit Spin 0 hat natürlich einen einzigen Freiheitsgrad. Also außer dem Impuls gibt es keinen weiteren inneren Freiheitsgrad. Sigma ist immer 0. Das heißt, es entspricht 1 bzw. bei Antiteilchen 2 Freiheitsgraden. Und wie haben wir das beschrieben in der Theorie? Wir haben es beschrieben durch Skalarfelder. Entweder reelle Skalarfelder oder komplexe Skalarfelder. So, passt das jetzt zusammen, diese reellen und komplexen Skalarfelder? Das waren eben einkomponentige Felder, entweder reell oder komplex, und entsprechen dann dieser 0-0-Darstellung mit genau einem Freiheitsgrad. Das heißt, die 0-0-Darstellung ist eindimensional und diese Spin-0-Darstellung hier der Drehgruppe ist ebenfalls eindimensional. Das heißt, das ist alles trivial und passt zusammen. Wir haben hier einen Teilchenfreiheitsgrad oder zwei Teilchenfreiheitsgrade und hier ein reelles Feld oder ein komplexes Feld mit zwei reellen Einträgen. Passt wunderbar zusammen. Kein Problem, die Dimension der Darstellung matcht. Und das gilt sowohl für Masse ungleich 0, wo wir hier die Drehgruppe haben mit Spin 0, gibt es keinen Spin, aber Masse gleich 0 und Helizität ebenfalls gleich 0 hat natürlich auch einen Freiheitsgrad. Das heißt, es gibt weder einen Unterschied, ob wir eine Masse haben oder keine Masse und auch überhaupt keine Diskrepanz zwischen den Feldfreiheitsgraden und den Teilchenfreiheitsgraden. Deswegen hatten wir bei uns auch noch nie irgendeine Art Konflikt gesehen bei der Quantisierung vom Skalarfeld. Wenn wir das quantisiert hatten, kam da butterweich die Erzeuger und Vernichter für Teilchenzustände heraus mit ganz offensichtlichen Eigenschaften. Gut, was passiert bei Spin 1/2? Bei Spin 1/2 können wir erstmal unterscheiden, Masse gleich 0. Und dann nehmen wir als Beispiel diese Neutrinos und vernachlässigen die Masse. Da hatten wir zum Beispiel linkshändige Neutrinos mit Helizität Sigma gleich minus 1/2. Oder wir hatten rechtshändige Antineutrinos mit Helizität gleich plus 1/2. Und die hängen über Teilchen-Antiteilchen-Relationen miteinander zusammen. Wenn man die also gemeinsam betrachtet, dann hätten wir hier zwei Freiheitsgrade. Zwei Freiheitsgrade, die dann in der Quantenfeldtheorie gemeinsam beschrieben werden sollten. Und wie können wir dieses Helizität plus minus 1/2 Freiheitsgrade mit Feldern beschreiben? Da brauchen wir eben ein Feld, was auch zwei Freiheitsgrade hat und irgendwas mit Helizität oder Spin 1/2 zu tun hat. Und das sind eben die Darstellungen hier 1/2, 0
oder 0,15, genau diese While-Spin-Ohren, die wir das letzte Mal hatten. Die leisten das, die liefern ja letztlich Spin-1,5. Also können wir das darstellen durch ein While-Feld, While-Spin-Ohr-Feld. Und dieses While-Spin-Ohr-Feld, Psi-Alpha von x, das war ja ein zweikomponentiger Spinor. Und zwar hat aber ein Spinor komplexe Einträge. Da sehen wir schon die erste kleine Diskrepanz. Das hat zwei komplexe Einträge. Und naiv würden Sie sagen, bei einer Theorie mit zwei komplexen Größen haben Sie vier Freiheitsgrade. Weil normalerweise entspricht eine komplexe Größe wie hier zwei Freiheitsgraden. Beim Skalarfeld war es auch so. Hier haben wir jetzt zwei komplexe Einträge. Das würde man naiv vier Freiheitsgrade erwarten, aber wir wollen nur zwei beschreiben. Das ist der erste Konflikt. Und wie kann man den Konflikt auflösen? Schreiben Sie mal hier drunter weiter. Ganz einfach. Wir haben nur halb so viele Freiheitsgrade, weil die Bewegungsgleichungen von erster Ordnung sind. Sie haben bei den Klein-Gordon-Gleichungen haben wir ja zweite Zeitableitungen. Das heißt, wir können Anfangsbedingungen an das Feld und seine Ableitung stellen. Hier haben wir ja in der Lagrange-Dichte immer nur erste Ableitungen und in Bewegungsgleichungen dann auch nur erste Ableitungen. Dann können wir nur eine Anfangsbedingung anstatt zwei stellen und das halbiert effektiv die Anzahl der Freiheitsgrade. Okay. Und aus dem Grund ist das hier letztlich kein Konflikt. Das heißt, die While-Felder mit zwei komplexen Einträgen und diesen Bewegungsgleichungen, die aus der Lagrange-Dichte folgen, beschreiben dann perfekt diese Neutrinos mit Helizität plus minus 1,5. Dann machen wir weiter mit Spin 1,5, Masse gleich 0 oder Masse ungleich 0 und betrachten wir mal Elektronen E- und Positronen E+. Beim Elektroden haben wir Spin oder Helizität gleich plus minus 1,5. Also Sie können ein normales Elektron mit Masse betrachten oder ein masseloses Elektron in einer idealisierten Theorie. Hätte dann Spin oder Helizität plus minus 1,5 und das Positron genauso. Dann haben wir vier Freiheitsgrade, nämlich für jeden Impuls können wir wählen Elektron oder Positron und Spin plus minus 1,5 sind vier Freiheitsgrade. Und das können wir dann beschreiben durch ein Dirac-Spinor-Feld. Mit vier komplexen Komponenten. Und Bewegungsgleichungen erster Ordnung in der Zeit. Deswegen entsprechen die vier komplexen Komponenten genau diesen vier Freiheitsgraden. Das heißt, das passt auch. Also für Spin 1,5 ist es komplizierter als für Spin 0, aber es klappt letzten Endes, wenn man diese Ordnungen der Bewegungsgleichungen berücksichtigt. Und dann können Sie mit den While-Spinoren masselose Neutrinos beschreiben mit genau einer Helizität für Teilchen und einer Helizität für Antiteilchen. Oder Sie können mit Dirac-Spinoren sowas wie Elektronen-Positronen beschreiben, wo Sie beide Helizitäten haben für jeden Impuls und für jedes Teilchen. Aber Sie sehen hier schon als erstes mal einen kleinen Unterschied, nämlich Masse 0 bei Spin 1,5 gibt Ihnen mehr Möglichkeiten, nämlich Sie können entweder die Situation haben mit nur einer Helizität oder die Situation mit zwei Helizitäten, wohingegen die massive Situation für Spin 1,5 braucht natürlich immer Spin plus minus 1,5, weil das der nicht relativistischen Drehgruppe entspricht. Das heißt, der masselose Limes bei Spinoren ist schon ein bisschen komplizierter als bei Spin 0. So, aber jetzt wird es wirklich kompliziert. Jetzt machen wir nämlich Spin 1. Jetzt geht's los. Wir haben zum Glück noch genug Zeit. Also machen wir zuerst Spin 1 mit Masse ungleich 0
massiven Spin-1-Teilchen. Betrachten wir also massives Vektorteilchen mit Spin 1. Das hat dann die Spin-Z-Komponenten plus, minus 1 und 0. Drei mögliche Spin-Einstellungen, also drei Freiheitsgrade. Und das kann man versuchen zu beschreiben durch ein Vektorfeld, was natürlich Spin 1 irgendwie entsprechen sollte, weil das Vektorfeld entspricht der 1/2-1/2-Darstellung und enthält dann Spin 1. Aber der Konflikt ist, ein Vektorfeld, A μ, hat natürlich vier reelle Einträge. Das heißt, wir haben drei physikalische Freiheitsgrade, aber die müssen beschrieben werden durch vier reelle Feldkomponenten. Und das ist ein Konflikt. Was das bedeutet ist, bis auf gewisse Ausnahmen führen also beliebige Theorien für Vektorfelder, mit denen Sie Spin 1 beschreiben wollen, führen nicht zu einer konsistenten, in sich geschlossenen Theorie, sondern die Theorie wird innere Widersprüche aufweisen aufgrund von diesem Mismatch zwischen der Anzahl der Freiheitsgrade. Die Ausnahmen betreffen Abelsche Eichtheorien oder Abelsche Theorien. Brauchen Sie Eichinvarianz? Die Eichinvarianz ist nötig für eine konsistente Theorie. Zumindest wenn die Theorie gelten soll bei beliebig hohen Energien, bei E durch M gegen unendlich. Wenn Sie also eine Theorie haben wollen für Spin-1-Teilchen, die eine Masse haben, und die Theorie soll gelten bei beliebig hohen Energien und nicht irgendwann ungültig werden, dann muss die Theorie eine Eichtheorie sein, andernfalls kriegen Sie einen Widerspruch bezüglich dieser Anzahl der Freiheitsgrade. Das heißt, Eichinvarianz ist eine theoretische Forderung, aber was die physikalisch impliziert, ist, dass eben die Wechselwirkungen, die diese Vektorfelder machen können, eine ganz eingeschränkte Struktur haben müssen, nämlich eine eichinvariante Struktur. Und beliebige andere Wechselwirkungen, die halt nicht eichinvariant sind, dürfen Sie nicht hinschreiben und die können in der Natur nicht vorkommen. Das wäre die Aussage. Das heißt, diese Teilchen hier können nur ganz bestimmte eingeschränkte Wechselwirkungen machen. Machen wir weiter. Spin 1 mit Masse gleich 0. Spin 1 mit Masse gleich 0. Da haben wir dann Helizität Sigma gleich plus minus 1, wie beim Photon. Das sind zwei Freiheitsgrade. Und das wollen wir auch beschreiben durch ein Vektorfeld, denn das Vektorfeld enthält Spin 1. Aber jetzt ist der Konflikt noch viel größer, denn das Vektorfeld hat vier Komponenten. Und wir brauchen aber nur zwei Freiheitsgrade, das heißt, zwei von diesen vier Komponenten müssen irgendwie unphysikalisch werden oder aus der Theorie herausfallen. Das heißt, wir haben noch größeren Konflikt hier als vorher. Und da ist die Konsequenz eben definitiv, Eichinvarianz ist nötig für eine konsistente Theorie, die mit Vektorfeldern Spin-1-Teilchen beschreiben kann. Und technisch ist es dann so, dass die Eichinvarianz halt bewirkt, dass zwei von den vier Komponenten unphysikalisch sind, weil die zum Beispiel weggeeicht werden können. Und das bedeutet dann eben wiederum, dass die
Theorien für masselose Spin-1-Teilchen ganz eingeschränkte Theorien sind mit eingeschränkten Wechselwirkungen und die Physikvorhersage ist dann eben, dass es Spin-1-Teilchen in der Natur nur geben kann, wenn die ganz bestimmte Arten von Wechselwirkungen haben. Konkret ist es so, die Eichin-Varianz impliziert dann Stromerhaltung, das heißt, solche Spin-1-Teilchen können nur an erhaltene Ströme koppeln und nicht an nicht erhaltene Ströme. So, also machen wir gerade noch 5 Minuten weiter, um das hier dann noch weitreichender einzuordnen. Gucken wir an, was bei Spin 2 passieren würde. Machen wir nur den masselosen Fall Spin 2 masselos. Spin 2 masselos, da hätten Sie Sigma gleich plus minus 2. Das würde zum Beispiel dem Graviton entsprechen. Das wäre so ein masseloses Spin-2-Teilchen. Und da haben Sie also wieder 2 Freiheitsgrade. 2 Freiheitsgrade für Sälizität plus minus 2, aber Sie wollen das eben beschreiben durch ein Tensorfeld, sagen wir mal H mü nü von x, mit 2 Lorentz-Indizes, weil dieses Tensorfeld enthält dann Spin 2. Das ist dann ein 10-komponentiges symmetrisches Feld. So, das heißt, Sie haben ein 10-komponentiges reelles Feld und wollen 2 Freiheitsgrade beschreiben. Das heißt, Sie haben hier einen noch größeren Konflikt als im Falle von Spin 1. Aber die Logik ist genau dieselbe. Damit Sie jetzt hier 8 von den 10 Komponenten irgendwie unphysikalisch machen können, brauchen Sie so eine Art verallgemeinerte Eichin-Varianz. Eine ganz spezielle Form von Eichin-Varianz, die alles unphysikalisch macht, außer diesen 2 Freiheitsgraden mit Helizität plus minus 2. Das heißt, Sie brauchen eine Art verallgemeinerte Eichin-Varianz. Und was kann das natürlich nur sein? Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Das ist genau die Theorie, die die Eichin-Varianz hat, nämlich die allgemeine Koordinateninvarianz, die dafür sorgt, dass aus diesen 10 Komponenten von dem Tensorfeld, das ist dann der metrische Tensor, eben 2 physikalische Freiheitsgrade werden. Und die Physik ist das, was wir in der anderen Vorlesung auch schon mal hergeleitet haben, nämlich Gravitationswellen. Die haben genau 2 Polarisationen und nicht etwa 10, weil sie alle anderen Polarisationen wegeichen können durch allgemeine Koordinatentransformationen. So, und jetzt schreiben wir einfach ein paar Konsequenzen noch auf in gemischter Reihenfolge und dann ist das Semester auch schon fertig. Das heißt also, die erste Konsequenz wäre mal, dass bis auf diese ganz wenigen Ausnahmen ist es eben so, dass Spin 1 durch eichinvariante Theorien beschrieben werden muss. Das sind spezielle Theorien und die physikalische Konsequenz ist eben, dass wir sehr spezielle Wechselwirkungen haben müssen. Das ist die Vorhersage der Quantenfeldtheorie. Um diesen Konflikt aufzulösen, brauchen wir also ganz spezielle Wechselwirkungen. Und wenn wir den Rahmen der Quantenfeldtheorie ernst nehmen, wäre das also eine Vorhersage der Quantenfeldtheorie an die Natur. Zweitens, wir haben auch hier gesehen im Detail, es gibt Unterschiede zwischen masselosen und massiven Teilchen. Wir haben zum Beispiel keinen kontinuierlichen Übergang. Für den Fall Masse gleich 0 bei Vektorteilchen mit Spin 1 haben wir nämlich 2 Freiheitsgrade, aber Masse ungleich 0 bei Spin 1 hat 3 Freiheitsgrade. Da kann es keinen kontinuierlichen Übergang geben, weil sich die Anzahl der Freiheitsgrade diskret ändern muss.
Das heißt, wenn wir hier eine kleine Störung machen von einem masselosen Theorie, also das funktioniert nicht. Sie können keine kleine Störung machen von einer Theorie mit 2 Freiheitsgraden und haben dann 3. Das heißt, die masselosen Spin-1-Teilchen sind geschützt davor, irgendwie eine Masse zu bekommen. Und sie brauchen wieder spezielle Theorien, die sie befähigen, aus einem masselosen ein massives Spin-1-Teilchen zu machen. Und diese speziellen Theorien enthalten dann ein Higgs für massive Spin-1-Felder. Also für Spin 1 und Masse ungleich 0. Drittens, das Gleiche gilt im Prinzip in noch extremerer Form für die Spin 2-Fälle und die allgemeine Relativitätstheorie. Viertens, man kann jetzt noch zu höheren Spins gehen, Spin 3 zum Beispiel, und dann stellt sich heraus, dass die Eichen-Varianz, die man dann bräuchte, quasi nicht erfüllbar ist, zu Gleichungen führt, die sie nicht erfüllen können. Deswegen gibt es keine Theorie für Spin größer als 2 und masselose Teilchen. Spin größer als 2 und Masse 0. Inkonsistent. Und die Vorhersage wäre dann eben, das existiert gar nicht. Und vielleicht hier als weitere Referenz, dass das nicht nur kryptisch im Raum stehen bleibt. Da finden Sie mehr Informationen auch in den Büchern von Weinberg oder auch in dem Quantenfeldtheorie-Buch von Schwarz. Es sind einige schöne weitere Erklärungen zu diesen Punkten enthalten. Ja, also eine Frage ist eben jetzt, ob diese ganzen Konflikte, die ich aufgezeigt habe, daran liegen, dass wir einfach einen schlechten Formalismus gewählt haben. Denn letzten Endes war es ja unser Wunsch, kovariante Felder zu benutzen, um die Theorie zu beschreiben und zu formulieren. Aber gezwungen hat uns dazu ja keiner. Ich meine, wir wurden dahin geführt durch Überlegungen am Anfang des Semesters, aber wir waren nicht gezwungen. Vielleicht waren wir einfach nur zu blöd dazu oder zu fantasielos, einen besseren Formalismus zu finden, der diesen Konflikt hier vermeidet. Und in der Tat, man versucht natürlich, andere Formalismen auch zu finden oder zu durchzuziehen. Und es gibt Alternativen. Sie können zum Beispiel diese Eichinvarianz irgendwie vermeiden oder die Eichinvarianz ausschalten, indem Sie die Eichung fixieren. Und was dann aber immer passiert, ist zum Beispiel, dass Sie anstatt eichinvariante Theorien mit 4-komponentigen Größen, haben Sie halt 2-komponentige Felder. Aber die sind dann entweder nicht lokal, haben also nicht lokale Eigenschaften oder nicht kausale Eigenschaften, oder sie transformieren eben nicht kovariant unter Lorentz-Transformation. Und dann ist die Frage, wie können Sie dann eine Lorentz-invariante Theorie aus solchen nicht kovarianten Feldern konstruieren? Das heißt, alle diese Formalismen, die geändert sind, führen auch auf Probleme. Und um diese Probleme zu lösen, brauchen Sie dann wieder eingeschränkte Wechselwirkung, das heißt, die Konsequenz ist genau dieselbe. Wie Sie es auch drehen und wenden, alle alternativen Versuche, die man durchgespielt hat, führen genau zu denselben Physikkonsequenzen. Und in der Tat, diese Physikkonsequenzen sind ja alle beobachtet. Wir haben eben beobachtet, dass es nur wenige masselose Spin-0-Teilchen gibt und die haben genau die Struktur von Wechselwirkungen, die hier vorhergesagt werden. Wir haben nur wenige massive Spin-1-Teilchen gefunden und die sind alle assoziiert mit so einem Higgs oder mit irgendwas Äquivalentem, wie zum Beispiel das Rho-Meson in der starken Wechselwirkung hat, analoge Effekte zum Higgs. Spin-2 ist durch die ART beschrieben und andere masselose Spin-2-Teilchen gibt es nicht. Es gibt keine masselosen Teilchen größer als Spin-2. Das heißt, alle diese allgemeinen Konsequenzen, die sich aus diesem Konflikt zwischen Formalismus und Natur ergeben,
sind tatsächlich beobachtet. Das heißt, wir scheinen hier doch nicht einer Unfähigkeit aufgesessen zu sein, sondern haben scheinbar eine Wahrheit gefunden. Und mit dieser schönen Bemerkung möchte ich nicht schließen, sondern es gibt noch einen letzten Punkt, den ich machen will, der dann auch an das nächste Semester anschließt. Nämlich, wir haben hier diesen Unterschied zwischen masselosen und massiven Teilchen gefunden. Bei Spin 1 war es am wichtigsten, die Anzahl der Freiheitsgrade ändert sich von 2 auf 3, wenn Sie bei Spin 1 die Masse einschalten. Deswegen ist ein masseloses Spin 1 Teilchen geschützt, dagegen eine Masse zu erhalten, außer Sie machen was ganz Spezielles. Aber auch bei Spin 1,5 war ja der masselose Fall mit Weyl-Spinoren und massiver Fall mit Dirac-Spinoren war unterschiedlich. Der einzige Fall, wo masselos oder massiv überhaupt keinen Unterschied nach sich gezogen hat, war der Spin-0-Fall. Und das bedeutet, dass Sie nur bei Spin-0 ganz leicht in der Theorie zwischen masselos und massiv hin und her schalten können. Und die Konsequenz davon ist, dass es Argumente gibt, dass die Massen von Spin-0-Teilchen eigentlich immer ziemlich groß sein sollten. Groß gegenüber anderen Massenskalen der Theorie. Dagegen Spin-1-Teilchen oder Spin-1,5-Teilchen, die können auf natürliche Weise innerhalb der Theorie kleine Massen erhalten. Und das ist im Einklang mit der Tatsache, dass wir ja bis vor kurzem noch überhaupt nie in der Natur ein elementares Spin-0-Teilchen gefunden hatten. Das Higgs ist ja das erste Spin-0-Teilchen, was man jemals gefunden hat und was elementar ist. Alle früheren Spin-0-Teilchen wie Pionen waren ja zusammengesetzt. Dagegen Spin-1,5-Teilchen, Neutrinos sind super leicht. Photonen, Spin 1, Masse 0 und so weiter. Aber das leichteste bisher bekannte elementare Spin-0-Teilchen hat eine unheimlich große Masse. Und das liegt wahrscheinlich an diesem Punkt, dass eben die Massenerzeugung von Spin-0-Teilchen extrem einfach ist in der Theorie, also auch für die Natur eben. Aber dann stellt sich die nächste Frage, warum hat dann das Higgs genau diese Masse eben von 125 GeV, wenn es so leicht ist, eine Masse für die Theorie oder für die Dynamik der Natur zu erzeugen, warum ist dann die Masse nicht gegen unendlich geschickt worden oder gegen die Planck-Masse oder so, gegen irgendeine fundamentale Masse, die die Natur halt vorgibt. Das ist eine offene Frage. Und die Frage stellt sich nur für Spin-0-Teilchen, aber nicht für Spin-1,5 oder Spin-1-Teilchen. Das heißt, eine offene Frage, die mit dem Higgs zusammenhängt, ist eben diese Skala der Masse zu erklären. Und das spielt ein bisschen damit zusammen, dass wir ja in der QCD schon mal diese dimensionale Transmutation auch hier erörtert hatten, wo in der QCD halt die Masse von Protonen, Pionen und so durch nichtstörungstheoretische Renormierungsgruppeneffekte wunderbar erklärt werden kann. Und so eine Erklärung existiert, wie gesagt, nicht für das Higgs. Da könnte die Masse viel, viel größer sein, als sie ist. Und warum sie aber nicht viel größer ist, weiß man nicht. Und das ist eben eine Frage, die vielleicht noch geklärt werden kann in den nächsten Jahrzehnten. Auf jeden Fall sind wir damit am Ende dieses Semesters. Wir haben also erst einen Einblick in die relativistische Quantenfeldtheorie gewonnen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie bleiben vielleicht dabei und man sieht sich in den nächsten Semestern nochmal wieder. Bis dahin. Tschüss.